Sprich eigentlich eher die Moderatorin Eldika Rodi Djörd. Man kann mit meinem Namen gar nichts anfangen, aber ist nicht so dramatisch. Also, ich bin ja eine Kartenlegerin, sprich aber eher gesagt eine Esoterikerin mit paraphysikalischen Interessen, ja. Bin auch sehr spirituell, aber für diejenigen, die mich schon kennen, es tut mir leid, ich konnte lange Zeit halt nicht mal online gehen. Ich habe immer noch schwere Probleme mit der Technik. Vor kurzem, das werdet ihr mir nicht glauben, schmotten meine Kabel. Das da ist jetzt halt mein Kabel für den Monitor. Schaut euch das mal an. Verkokelt. Kaputt. Ich bin sehr stark merkurlastig. Da ist noch ein Kabel, der kaputt gegangen ist von meinem Computer. Mal gucken. Seht ihr das? Das Weiße hier. Und da unten auch diesen Strich dementsprechend. Heftig, gell? Kabelbrand. Ich könnte schier verzweifeln, das sagt schon zur Körperverletzung. Und bei Gott ist das, ehrlich gesagt, berufsschädigend. Das ist wirklich so. Da braucht man wirklich eine Panzerhaut. Der Merkur liebt mich. Ja, ich hoffe, dass ihr natürlich halt dementsprechend halt ein bisschen Verständnis für mich auch in der Thematik habt. Man muss gucken, wie man da klarkommt. Das ist schwer, ja, weil ich brauche den Computer nicht nur für paraphysikalischen Analysen oder für diese wissenschaftlichen Geschichten da in Bezug auf Paraphysik, sondern ich brauche das auch natürlich für bürokratische Geschichten oder geschweige denn halt auch, weil ich ja auch ein Buch schreiben wollte. Kann ich vergessen. Ja, so sieht's aus. Ich hatte nicht so lange meinen Computer. Also ich habe im Dezember 2019 mit dem Computer gekauft gehabt. Da war es. Ich hoffe, dass er noch funktioniert, trotz diesem Kabelbrand. Ja, meine Lieben, also ich werde jetzt mal nicht so lange schwätzen, einfach mal kurz mal erklären, was ich jetzt machen werde. Und zwar mache ich die Monatslegung für alle Sternzeichen. Natürlich beginne ich heute wie immer mit dem Widdergeborene und ende auch dann am Ende mit dem Fisch irgendwann wann. Und ich werde einfach als Frau deuten. Ja, egal ob jetzt halt irgendwie ein Mann zuschaut oder Frauen zuschaut, ihr müsst das für euch umswitchen, ihr wisst ja schon halt, was ich meine. Ich werde mit dem keltischen Kreuz einfach halt mal legen und ich werde, ja, wie gesagt, das so intuitiv deuten, was ich spüre. Eine spirituelle Sprache spricht mit mir und ich lasse mich einfach halt da hineinführen. In diese entsprechende Sprache, was es mir sagen möchte und was es hier geht. Ansonsten habe ich einen Tipp für euch. Ich werde demnächst gucken, dass ich ein Webinar euch anbiete für diejenigen, die gerne Karten legen, deuten lernen möchten oder verstehen lernen wollen zum Thema Tarotkarten. Also nicht die Lenormand-Karten, sondern die Tarotkarten werde ich gucken, dass ich im Herbst einen Webinar euch anbiete, dass ihr dann halt mit teilnehmen könnt. Da ich nicht mehr in Deutschland lebe, sondern in Rumänien, sind bei mir die Gebühren nicht so hoch. Ja, viele deutsche Esoterikerinnen verlangen extremst viele Gebühren für die Webinare. Und da ja Rumänien nicht so viele Steuern erwartet, ja, von den entsprechenden Firmen oder für die Self-Employer, was ich auch bin in der Thematik, zahle ich nicht so viele Steuern. Und dann dürft ihr natürlich jetzt halt auch wissen, ne, dementsprechend, dass ich halt nicht so überteuert bin in Bezug auf diesen Webinar. Ich habe einen deutschen Konto und habe auch einen rumänischen Konto.
Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich halt die Webinare buchen. Oder wenn ihr auch eine Privatlegung buchen möchtet, könnt ihr das natürlich auch gerne machen und könnt natürlich auch mal den deutschen Konto auch anwenden. In der Beschreibung findet ihr gerne auch meinen deutschen Konto, einen rumänischen Konto und auch allerlei andere Daten. Wenn ihr gerne eine Privatberatung haben möchtet, könnt ihr mich dann persönlich halt im Facebook Messenger anschreiben unter Paraphysica Universicum. Ja, jetzt wünsche ich euch natürlich halt eine spannende Legung. Ich hoffe, dass es euch gefallen wird. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte vergesst halt nicht zu liken und vielleicht auch sogar noch halt meinen Kanal zu abonnieren. Also, bis dann. Vorwiegend mit den Orakelkarten von Doreen Virtue, das Engel der Liebe Orakel aus dem Aleclair Verlag, mit den After Tarot Cards aus dem Los Carabios Verlag und Giro Marchetti Gönnere Violine More Karten aus dem Königswood Urania Verlag sowie auch die Kepa Karten von Giro Marchetti Königswood Urania Verlag und die Lenormand Karten Blaue Eule von dem Königswood Urania Verlag. Wenn du noch mehr erfahren willst über meine Tätigkeit oder über alles Mögliche, was mit Paraphysik zu tun hat oder halt auch mit spirituellen Dingen, kannst du natürlich auch gerne mich auf Facebook halt besuchen unter Universicum Paraphysica. Gerne kannst du auch eine Beratung bei mir buchen und ja, immer schön auf dem Laufenden halten, denn ich bin ein bisschen vielfältig als alle anderen. Wenn du gerne für den Weltfrieden etwas Schönes tun willst, kannst du gerne halt auf meiner Seite inspreadshirt.de auch dir einen T-Shirt bestellen. Peace and Freedom, no war, more just peace. Eine Friedensbotschaft von mir direkt für euch. Ihr könnt natürlich auch gerne auch andere T-Shirts euch halt natürlich holen. Es gibt es auch für Frauen wie halt für die Männer. Hier ist mein Spreadshot-Nummer, die 1189 783 die 44. Ich habe auch noch verschiedensten Motiven, auch natürlich für die Frauen gibt es natürlich halt auch die Hoodies mit dieser Friedenstaube, die ich gestaltet hatte für einen Weltfrieden. Die gibt es in verschiedensten Varianten. Ich habe auch diese wunderschöne T-Shirt gestaltet gehabt, Peace and Freedom. All around the world, no war, more just peace, mit unserer Weltkugel. Auch für die Männer habe ich auch eine nette Dame, und zwar auch genau die gleiche Botschaft mit Peace and Freedom all around the world. Ja, also ihr habt die Möglichkeiten, T-Shirt für 19,99 € zu erwerben oder die Hoodies für 35,99 €. Oder sogar halt für die Männer entsprechende T-Shirts für 29,99 €. Und ja, also ich habe ja nicht nur halt die Friedenstaube für die Hoodies, ich habe sie wie gesagt halt auch als T-Shirt für die Frauen sowie für die Männer. Ja. Hallo mein lieber Löwegeborene, heute natürlich mal ein bisschen anders wie bei den Krebsen. Ich muss mich entschuldigen, ich habe nämlich halt seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Autobatterie. Der ist immer noch am Ladestation und lädt, wie irre. Und kann deswegen halt jetzt meinen Schreibtisch nicht benutzen, weil der gerade auf meinem Schreibtisch steht. Bitte lasst euch davon nicht irritieren, heute mal ein bisschen anders. Ich werde jetzt einfach mal anfangen, für euren Monat August schon mal zu mischen, meine Lieben. Geborenen. Ich befinde mich übrigens in der Küche von offen, vor dem ja teilweise offenen Fenster. Nicht ganz wirklich, aber ich kann aus dem Fenster rausgucken. Ich mag diese Spionen hier nicht. Aber ich gebe mir Mühe. So. Jeder hat so seine eigene Meinung. Meinung zum Thema Tarotkarten. Ich habe ja meine offizielle Meinung auch auf YouTube hochgeladen gehabt vor Monaten. Meine Einstellung zum Thema Tarotkarten. Ob es satanistisch oder okkultistisch ist.
Nach meiner Meinung nach ist es nicht satanistisch oder okkultistisch. Es ist nur eine Art Kommunikationsmöglichkeit, um mit der 4D-Dimension sich in Verbindung zu setzen. Liebes Universum, wie wird von Löwe geboren, die hier in meinem Kanal zuschauen, der 100. August 2020 werden? Widerspenstig, komische Energie, jemand wehrt sich, ganz toll. Das kann schon deine Energie sein. Löwen wehren sich gerne, verteidigen sich gerne. Muss nicht sein, aber wer weiß, was da rauskommt. So, ich spüre einen Stopp. Jetzt muss ich einfach anfangen zu mischen. Das Universum, wie wird der August 2020 bitte Löwen werden? Eine Nachricht vielleicht, wer weiß. Bleib ich. Jetzt flutschen alle die Karten weg, will hier jemand flüchten. Das. Auch beim Krebs hatte ich diese komische Energien gehabt. Ständige Bogen hier. Also ich habe hier jetzt wieder den Bub Schwert. Also der Page der Schwerte. Die stehen für Nachrichten. Aber ich hatte auch gerade noch einen anderen Bub gehabt. Oder Page. Ich will das gar nicht immer alles halt kommentieren als Nebennotiz bei sonst komme ich überhaupt nicht vorwärts. Aber das hat ein bisschen den Touch halt mit den Keksen. Schon wieder! Lauter Nachrichtenkarten! Ständig fliegen die raus, die Pagen. Permanent. Das hat was zu sagen, Leute. Das hat was zu sagen. Irgendeine Nachricht erhaltet ihr. Nur von wem? Weitermischen oder nicht, liebes Universum? Ah, okay. Ich habe hier die 5 der Schwerter als Hauptenergie. So, jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt werde ich mal am Anfang hier die schaffen, dass ich das richtig hier legen kann. Ist ein bisschen untypisch. Die Löwengeborenen, liebes Universum. Das ist Position 1 und 2. Und das, was es allgemein geht, das, was dir bewusst ist. Das, was dir unbewusst ist. Das, was in der jüngsten Vergangenheit war. Das, was noch jetzt demnächst in Zukunft auf dich zukommen wird. Das könntest du sein oder dein Gegenüber wegen der Allgemeinlegung. Das kann ja sein, dass du dann halt aus einer Privatberatung, dann kann es schon passieren, dass du dann halt hier unten bist. Aber bei den Allgemeinlegungen kannst du auch hier sein. Da musst du für dich selber persönlich umswitchen. Also, du musst dann auch alles halt überall verteilt sein. Dann bist du mal da, mal dort oder dein Gegenüber ist viel mehr in Resonanz dann hier. Kommt immer drauf an, wo ihr steht. Also das ist dein Gegenüber, deine Hoffnungen, Wünsche und Ängste. Und dann hier die Quintesse, die Outcome. Normalerweise wird sie hier stehen, aber ich habe nämlich hier keinen Platz mehr. So, wir wollen mal anfangen, meine Lieben. Ich habe hier die Sonne und der König der Kelche auf der Kopflage. Oh, das kann jetzt natürlich halt einiges bedeuten. Entweder, an sich ist das ja sehr positiv. Das freut mich ja sehr. Also das sind ja positive Karten. Irgendetwas an Glück wirst du erfahren. Oder erspüren, dass du irgendwie, ja, ich weiß nicht, in Einklang plötzlich halt
mit dir kommen könntest. Ja, du hast schon das Gefühl eigentlich die ganze Zeit gehabt, dass du immer Drama irgendwie in der Vergangenheit hattest. Du hattest halt irgendwie nie Luft zum Atmen gehabt. Immer wieder gab es irgendwie welche Konflikte oder wie nach dem. Wartet mal, ich glaube, ihr seht es halt wegen einer schlechten Lichtfrequenz oder Lichtverhältnisse nicht. Ich mal ein bisschen etwas näher euch zeigen, damit ihr das auch sehen könnt. Ja, und es kann ganz gut sein, halt, also, dass auch Kinder halt im Spiel sind bei dir, die ja so richtig an die Nerven rumgezerrt haben, ja. Und du natürlich hast schon das Gefühl, ja, dass es halt irgendwie, ich weiß nicht, nein, ich kriege eher halt rein, entweder, dass du halt irgendwie das Gefühl hast, ich bin voll der Buhmann, weil nämlich der König der Kelche auf der Kopflage steht. Und deine Kinder, die dir an die Nerven halt herumzerren, sind jetzt plötzlich voll Highlight, sind halt also mehr anerkannt, weil die auf die aufrechte Lage sind, weil hier haben wir Kinder. Ja, wo die Sonne scheint. Es kann sein, dass du was mit Kindern zu tun hast. Entweder du bist aus der älteren Generation und du hast erwachsene Kinder, ja, du bist in der Reisegruppe mit drinne. Oder du hast schon, ja, heranwachsende Kinder, die eigentlich schon im Ausbildungsalter sind und ihren eigenen Leben leben wollen. Und irgendwie kommst du nicht ins Reine. Ja. Irgendwie zerrt dir dann noch was an den Nerven. Du kannst irgendetwas nicht loslassen, auch eher gesagt, ja. Und das ist jetzt ganz aktuell. Das passt auch sehr gut zu August, ja, weil die Sonne steht ja für den Sommer. Das ist auch deine Energie, weil du bist ja Löwe. Naja, wer weiß, du bist mit deinen Energien nicht so ganz in Einklang an sich, ja, aber du hast dann Eindruck, dass deine Kinder dementsprechend mehr beeindruckt werden als du sehr wahrscheinlich. Ich möchte noch was sagen, nicht alle Löwengeborenen sind jetzt halt hier in der Reisegruppe drin. Es kann gut sein, dass ihr vielleicht im nächsten Mal halt also in der Reisegruppe seid. Bitte nehmt es nicht zu sehr persönlich. Kann sein, dass es hier um eine Person sich hier handelt, die sich selber persönlich sehr im Drama sich gerne sieht. Ja, irgendwie ja, wie eine Drama Queen eigentlich, so symbolisch gesehen. Ja, ich bin sehr direktiv in Deuten, bitte nimmt das nicht so persönlich. Besser so, damit man mich am leichtesten besser verstehen kann. Deswegen spreche ich halt also auf diese Art und Weise. So, und irgendwie dementsprechend fließt bei dir das halt natürlich die Emotionen so nicht, wie es hätte eigentlich in höheren Frequenz sein sollen. Eher bis im niedrigen Frequenz, sage ich jetzt mal so, weil dir fällt da Wasser so richtig über den Kopf, ja, weil es hier auf der Kopflage ist. Basch! Hast du viel Wasser dann halt also über deinem Kopf, ja. Ja, das ist symbolisch halt irgendwie gedeutet, ja. Irgendwie bist genervt, weil irgendwie mehr deine Kinder mehr im Vordergrund sind als du. Das sind aber, ich weiß nicht, oder es kann da auch dein Gegenüber sich hier handeln, ja, dass vielleicht halt deine Kinder am liebsten im Mittelpunkt stehen möchten, aber und du bist vielleicht halt aktiv irgendwie. Wer weiß, was da vor sich geht, dass du mehr Anerkennung halt in der Öffentlichkeit bekommst, anstatt deine Kinder. Also es ist wie Yin und Yang, ihr müsst halt gucken, wo ihr selber persönlich steht. Oha, die Hohepriesterin auf der Kopflage. Dir ist bewusst, dass irgendjemand hier ein bisschen Betrug begangen hat. Es kann sein, dass hier jemand auch unehrlich war in der Vergangenheit. Vielleicht hat hier jemand auch viel zu viel gelogen gehabt. Also die Hohepriesterin hat Ähnlichkeit mit den hohen, also mit dem Magier. Sie ist nur eine weibliche Figur, der Magier ist eine männliche Figur. Nur die, ich sage mal so, die Hohepriesterin an sich. Die hat eher Glaubenssätze in Bezug auf Religion, alles, was mit dem Universum zu tun hat. Ja, sie macht auch sehr vieles, halt, was mit religiösen Faktoren zu tun hat, in Bezug auf Magie, was der Magier so nicht macht. Der Magier ist ein guter visueller Person, der halt auch blenden tut oder halt auch aus nichts was Gutes macht oder wie nach dem, also das, was Magier an sich machen, so. Und die Hohepriesterin, die macht das eher in Bezug auf das auf die Glaubenssätze. Was bedeutet Glaubenssätze? Alles, was halt mit Religion zu tun hat. So wäre das zum Beispiel halt eine Schamanin, die zum Beispiel halt Menschen Rituale macht, wie zum Beispiel
Ja, so Mondrituale oder halt so Wunschrituale oder Fluchaufhebungsrituale oder Chakrenlösungen. Ja, das kann auch eine Kartenlegerin bedeuten, die Dame. Sie ist sehr stark Gott verbunden im positiven Sinne, wenn sie so stehen würde. Sie steht aber bei dir auf der Kopflage. Also alles das krasse Gegenteilige. Entweder hast du oder dein Gegenüber irgendwelche okkulten Geschichten gemacht gehabt mit schwarzen magischen Intervenierungen, weil die steht auf der Kopflage. Es kann sein, dass du entweder oder dein Gegenüber, das weiß ich jetzt nicht, das musst du halt für dich selbst herausfinden, eine schwarzmagischen Ritual gemacht hast, um jemanden zu verfluchen. Ich habe hier die Hauptenergie hier direkt in der Mitte, weil hier sind Kinder und da ist auch sogar ein Mann symbolisiert, wobei das natürlich auch dich halt symbolisieren kann, dass du vielleicht halt den Mann mit den Kindern irgendwie im in der Verbindung setzt. Kann sein, dass du halt im Grunde genommen, wie soll ich sagen, diese Konstellation Kinder und Mann in einem siehst und irgendwie bist du nicht mit den dreien oder mit den zwei in Einklang. Es kann sein, dass du vielleicht halt dein Mann oder dein Ex-Mann oder wie nachdem, wie du mit deinem Mann damals in Verbindung bist, stehst oder wie nachdem. Und ja, vielleicht hast du halt dich gerecht gehabt an deine Kinder wegen deinen Mann. Das kann ja auch ganz gut sein, ja. Weil wie gesagt, wir haben die Hohepriesterin auf der Kopflage, dass ja einiges halt in Bezug auf das Negative rein im magischen Aspekt auch mit negative Wünschen einiges halt möglich. Ich weiß nicht, also sind nicht alle Löwen geboren hier in der Resonanz. Na, also bitte wundert euch nicht. Es kann sein, wie gesagt, dass ihr vielleicht das nächste Mal dabei seid oder ihr seid bei anderen Kartenlegerinnen halt im Resonanz. Es kommt drauf an. Wir sind alle so gespalten wie Klassenzimmer, ja, in Bezug auf YouTube und dann dürft ihr das halt nicht so sehr persönlich nehmen. Nur die bestimmten Sternzeichen, Löwensternzeichen, die selber sich hier wiedersehen in der Resonanz, die sind hier mit gemeint. Gut, wir wollen mal gucken, was dir unbewusst ist. Also, wir haben hier den Ass der Stäbe, ja. Also auf der Kopflage. Muss jetzt eine Verbindung finden. Was wollen die denn überhaupt sagen mit damit? Also es kann im Grunde genommen sein, dass du vielleicht halt denkst, dass entweder deine Kinder, weil wie gesagt, wir haben hier Kinder, es sind jetzt mehrere Szenarien, was jetzt auch noch kommen könnte. Dass deine Kinder vielleicht oder dein Kind, entweder Sohn oder Tochter, irgendwelchen ständigen Beziehungen wechselt mit anderen Männern oder Frauen. So, die Karte ist aber auf der Kopflage, die ist nicht auf der aufrechten Lage. So wäre das der Phallus. Moment, ich drehe mal so ein bisschen wegen dem Lichtfrequenz. So, da wäre das der Phallus. So, wo man aktiv ist, rein sexuell gesehen, und so ist man nicht. So ist man einfach halt, ja, sexuell einfach halt tot, sage ich mal so. Sexuell hat man da nichts im Bett, am Laufen. Ja, es kann gut sein halt, dass man halt irgendwie auch hormonale Veränderungen hat, dass man dementsprechend auch keine Lust mehr irgendwie hat auf Schnicki-Schnacki, in Anführungsstrichen. Und es ist dir nicht bewusst. Ja, es kann sein, dass du halt irgendwie in der Vergangenheit lebst, in der Thematik. Ja, und das, was dir bewusst ist, ja, oder dein Gegenüber, ja, ist, dass man viel sich selbst angelogen hat und seine Gegenüber. Es kann sein, dass man Rufmord sogar halt getrieben hatte in der Vergangenheit. Ah, durch das Internet. So, und das liegt nämlich halt in der Vergangenheit. Ich habe nämlich hier 8 der Stäbe. Das liegt halt schon mal zum Beispiel für Kommunikation. Ja, für mich ist das immer so die Kommunikationskarte in Bezug auf das Internet. Es kann E-Mails, Facebook Messenger, Facebook, Instagram, Twitter, Twitter und keine Ahnung, Facebook sein. Und es kann sein, dass du in der Vergangenheit ganz bös Rufmord getrieben hast. Ja, hier die Karte.
Weil die beiden Karten sind ja im Resonanz. Das heißt dann Rufmord. Das heißt, die Hohepriesterin, die blendet, lügt und betrügt, was ja auf der Kopflage steht, durch das Internet. Könntest du mal auch mal so drehen jetzt, ne? Egal wie, aber dann seht ihr das, ne? Das ist im Grunde genommen schädlich. Nicht nur für die Seele, sondern auch karmatisch gesehen, sowie auch juristisch, klar. Wir wollen mal gucken, was jetzt in der jüngsten Zukunft kommen wird. Ja, du gut, es kann sein, dass du den August halt da so feiern wirst. Es kann sein, dass ein Geburtstag halt gefeiert wird. Oder irgendein Ereignis wird sich halt geben. Ach so, das ist ja auf der Kopflage. Ich muss ja umdenken. Sorry. Weil normalerweise, ich liege ja komplett anders. Ja, aber seitdem meine Batterie auf dem Tisch liegt, ja, muss ich jetzt umdenken. Das ist ja bei euch auf der Kopflage. So, jetzt muss ich umdenken. Du hast in August Geburtstag. Und an sich hättest du feiern können, aber dir ist nicht zum Feiern. Ich weiß nicht, was los ist, warum du nicht feiern möchtest oder nicht feiern kannst. Das weißt nur du alleine. Entweder du kriegst halt irgendwie mit durch das Internet, dass deine Kinder an deine Nerven zerren mit irgendwelchen Informationen, was du in der Vergangenheit gemacht hast in Bezug auf den Rufmord und die Fakten richtig stellen mit irgendwelchen Beweismitteln sehr wahrscheinlich. Dir geht natürlich halt die Puste aus und dir ist dann nicht mehr zum Feiern zumute. Ja, das kann ganz gut sein. So, und ich sehe hier, dass du nicht in die Heilung gehen kannst. Es kann sein, dass du irgendeine Erkrankung hast. Es kann schon alles Mögliche sein, was mit Depressionen vielleicht zu tun hat, weil ich sehe hier nämlich halt Wasserenergie. Und du bist auch sehr nervös. Du hast auch das Problem, dass du halt irgendwie nicht weißt, wie du jetzt mit diesem Peng, Pang, Pong, weil ich habe sehr viele Sterne, die als Explosion mir halt also gerade impulsiert werden aus der göttlichen Ebene. Ich krieg halt das per Channeling mit. Ja, du würdest am liebsten Bomben werfen, in Anführungsstrichen, weil die Karte liegt hier so auf der Kopflage. Ja. Und du willst einfach so nicht mehr, ja. Und ja, aber die Frage ist, was ist hier passiert? Hier war jemand sehr unehrlich und hat richtig jemanden geschädigt gehabt, nur wegen Neid, Missgunst und Eifersucht. Muss ich echt sagen, hier gibt es auch einige Themen, was mit Eifersucht zu tun hat. Weil guckt mal. Die Hohepriesterin ist auch eine Karte in Bezug auf Geheimnisse. Ja. Und wenn die Hohepriesterin so steht, da wird ein Geheimnis gehütet. Wenn aber jedoch die Karte auf der Kopflage steht, dann bedeutet es, dass ein Geheimnis gelüftet wird. So. Und das natürlich macht dich kaputt. Ja. Ein Geheimnis ist in der Öffentlichkeit halt ausgebrochen. Meine Güte, na, wirst du dann sagen? Ich wollte es doch eigentlich ja gar nicht, dass es halt in der Öffentlichkeit kommt. Wie gesagt, das kann ja bei euch allen unterschiedlich sein. Entweder es sind die Kinder, die ein Geheimnis gehütet haben oder ein Geheimnis halt draus gemacht haben und unehrlich waren. Oder du als Löwe geborene, als Vater, Mutter oder wie nachdem, wo du stehst. Oder vielleicht als Ehemann oder keine Ahnung, in welcher Position du stehst, wo du dich hier im Resonanz irgendwo siehst mit diesen entsprechenden Energien, ja, bist dann damit halt mit diesem Thema Schattenthema, Schattenthema betroffen. Ja, man erntet das, was man sät, sagte Jesus Christus. Und das ist natürlich halt hier der Faktor. Das heißt, hier hat man ein Riesengeheimnis gemacht gehabt, man hat Rufmordschädigungen getrieben gehabt gegen die eigenen, entweder Kinder, wie gesagt, weil ich habe hier Kinder vorwiegend hier. Ja, gut, Kinder stehen zwar auch vor Neuanfang, aber wie kombiniere ich das jetzt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel halt Kinder als Neuanfang nehmen würde für den Sommer und in Bezug auf den Emotionen, weil die halt irgendwie brach liegen, weil man halt irgendwie,
wie gesagt hatte, irgendein Mist gebaut hatte, dass man gelogen und getäuscht hatte, ein Geheimnis gehütet hatte, Rufmord getrieben hatte. Ja. Ach, ich kriege noch was rein. Jetzt wird's interessant. Danke, Herr Oben. Und zwar, dass man getäuscht hatte, dass man schwanger geworden ist durch eine Affäre oder durch einen Mann und dann plötzlich es sich herausstellt, dass man im Grunde genommen ja doch nicht schwanger von diesem Menschen geworden ist. Es kann sein, dass auch ein Kuckuckskind halt vielleicht erwartet wurde. Ne? Dass dieses Thema auch für dich vielleicht wichtig ist. Entweder bist du schwanger, weil du eine Frau bist und du tust halt irgendwie vortäuschen, dass dieses Kind halt von diesem einen Mann ist, mit dem du zusammen sein möchtest oder zusammen bist. Und dabei ist es von einem anderen Mann zum Beispiel. Ja. Oder es geht einfach halt darum, wenn du zum Beispiel halt Oma geworden bist oder Opa geworden bist und deine Tochter zum Beispiel ein Kind bekommen hatte, ja, aber das Kind hat durch eine Affäre dann ein Kind bekommen gehabt. Also das, so kann man es auch deuten. Ja. Und dann ist auch natürlich halt von deiner Seite her, wenn du halt so redest, ja, sie wechselt halt die Männer wie die Unterwäsche. Aber dann die Karte hier besagt, was ja auf der Kopflage ist, dass es eben so nicht der Fall ist, dass sie überhaupt gar keinen anderen Mann an ihrer Seite hat oder halt irgendwo Sex sucht hat bei den anderen Männern. Weißt du das? Ob sie vielleicht wirklich halt die ganze Zeit die Füße stillhält, den Ball flach hält zum Thema Sexualität und Männer? Wenn du zum Beispiel lange Zeit keinen Kontakt mehr mit ihr hattest, das kann gut sein. Ja. So, und es kann sein, dass zurückgeschossen wurde von deiner Tochter oder von deinen Kindern, je nachdem. Ja, zurückgeschossen. Passt. Wettbewerb, Kampf, Streit, man wehrt sich. Man wehrt sich gegen Rufmord. Rufmord durch das Internet. Anfangs vielleicht hast du angefangen gehabt mit dem Rufmord, weil du ein Geheimnis gehütet hattest. Jetzt stellt jemand die Wahrheit richtig, wie was abgelaufen ist, weil du vielleicht ein Geheimnis hattest. Und jetzt wird das richtig gestellt durch das Internet. Du natürlich hast dann dadurch auch Angst, dass du ein Gesicht verlieren könntest, weil man sieht halt hier die Frau, wie sie halt das Wasser über ihr Gesicht und über ihren Kopf halt gießt, um sich das Gesicht zu reinigen. Und somit bedeutet das halt auch, dass man ein schmutziges Gesicht dann halt bekommen hat, rein symbolisch gesehen. Das bedeutet, dass man dein wahres Gesicht mit damit halt sieht. Ja, du kannst deine Maske abziehen, so als Motto. Ja, plötzlich kommt die Wahrheit raus, wer wirklich irgendwo was gesagt hat und wer nicht, ja. Deine Hoffnung, Wünsche und Ängste ist kein Neuanfang. Deine Angst ist, dass du keinen Neuanfang mehr haben wirst. Vielleicht werden noch mehr Menschen halt die Wahrheit herausfinden, was wirklich der Wahrheit entsprach. Du würdest am liebsten die ganzen Konflikte aus der Vergangenheit, weil viele Menschen werden dir den Rücken zukehren, ja. Würdest du am liebsten halt die Konflikte alle irgendwie beseitigen und dich entschuldigen wollen, ja, für das, was du halt getan hast, für diese Art und Weise, wie du die Menschen vorgetäuscht hast, weil Melodrama war wichtig. Gut, ich habe hier die 10 der Münzen. Die 10 der Münzen ist natürlich halt teilweise eine Arbeiterkarte, was aber halt auch nicht unbedingt jetzt halt was mit Arbeiten zu tun hat, weil wir haben ja ein Kind und dann halt auch Hunde. Hunde können für Freunde stehen, Kinder können natürlich für die eigenen Kinder wieder stehen. Wir haben auch hier Kinder und da ein Kind. Also es kann auch um Enkelkinder gehen. Ja, und ich würde einfach halt mal sagen, dann nimmt sich ein Kind halt was aus dieser Truhe an Geld raus. Muss nicht sein. Es kann sein, im Grunde genommen, dass du selber versuchen wirst, im August drüber nachzudenken, vielleicht sogar. Es könnten auch gedankliche Energien sein, muss aber nicht, dass du eine Wiedergutmachung machen möchtest. Vielleicht hast du die ganze Zeit überhaupt dich gar nicht mehr um die Kinder gekümmert gehabt.
Ja, oder dich überhaupt gar nicht gemeldet, gar vielleicht schon seit Jahren gar nicht bei deinen Kindern gemeldet, gar vielleicht wolltest du nur, dass deine Töchter sich bei dir zum Beispiel melden oder die Söhne sich bei dir melden. Vielleicht haben deine Kinder selber schon Kinder und du hast die ganze Zeit überhaupt dich nicht gemeldet gehabt bei deinen Enkelkindern. Und jetzt langsam merkt man halt, oh, okay, sie stellt sich mal als die gute Mutter dar. Dabei ist sie eine schlechte Mutter oder eine schlechte Oma. Und jetzt willst du eine Wiedergutmachung machen, in dem Sinne, dass du dann halt versuchst, dich mit deinen Kindern in Verbindung zu setzen, um, ja, das wieder gut zu machen. Das, was du halt versäumt hast, um deinen Kindern das zurückzugeben aus der Vergangenheit. Für die Enkelkinder zum Beispiel. Ist nur ein Beispiel. Ja, es kann ja auch für deine eigenen Kinder stehen, je nachdem. Ich weiß nicht, wo du stehst, wie gesagt. Also, es sind nicht alle Löwengeborenen wirklich hier in der Resonanz. Das sind nur ganz spezielle Fälle, wo die zum Beispiel vielleicht mit einem Wassermann geborenen zu tun haben, wo die aber vielleicht sogar halt mit Fisch, Steinbock. Nee. Moment. Steinbock kann auch sein, richtig. Also Fisch, Krebs und Skorpion, Stier, Löwe und Steinbock, ja. Und hier ist Skorpion, stirb oder werde, eins von beiden. Ist aber zwar auf der Kopflage. Ich kriege nochmal was rein reflektiert wegen stirb oder werde. Das ist ja diese Hoffnung, Wünsche und Ängste. Dein Wunsch ist ja überhaupt, dass sich nichts ändert von deinem eigentlichen Plan. Du willst überhaupt gar nicht mehr in Kontakt halt mit deinen Kindern kommen. Weil du hast Angst um deine Finanzen, du hast Angst um deinem Geld, dass du in Verlust kommst. Ja, warum denn eigentlich? Das ist eine große Frage. Es war Rufmord hier zu betreiben, dann natürlich Geheimniskrämerei zu betreiben. Ja, wir werden jetzt das mal rausfinden. Ich bin dann mal am besten mal von Ciro Marchetti die Kipperkarten. Mischen. Ich will wissen, was dahinter steckt. Hier an diesem Geheimnis. Stück oder werde. Kind mit Truhe. Mit dem Geld, was steckt denn dahinter an Geheimnisse? Verzweiflung, falsche Person. Das passt auch. Das passt wirklich von der Legung her. Verzweiflung und falsche Person. Entweder bist du der falsche Person oder dein Gegenüber. Und du bist jetzt verzweifelt, weil du falsch gehandelt hast. Das widerspiegelt hier diese Karte hier. Falsche Person. Geheimnisse. Falschheiten. Lügen. Lug. Betrug. Aus niedrigen Beweggründen. Und dann habe ich hier als Endenergie die Hauptperson. Ist eine ältere Dame. Also kann es halt wieder entweder die Oma sein oder die Mutter selber. Ja. Also es kann bei jedem jetzt unterschiedlich sein. Wie gesagt, also astrologisch gesehen kann jetzt auch die Tochter gemeint sein, weil sie selber vielleicht Mutter geworden ist. Kann es ja auch du sein, als Oma zum Beispiel. Das sind ja weibliche Energien, was ich hier sehe. Keine männliche Energien. Könnte gut sein, dass hier auch ein Mann vielleicht im Resonanz sich sehen könnte, aber ich würde sagen eher, dass hier es hier um weibliche Löwengeborenen es sich hier handelt und nicht halt männlich. Also so sehe ich das halt hier, weil mehr weibliche Personenkarten zu sehen ist. Wenn wir jetzt noch eine Karte von Doran Welch halt noch liegen. Ich will mal wissen, was dahinter steckt. Ich möchte gerne noch eine Karte haben, liebes Universum. Oh.
Da war jemand sehr unehrlich und jetzt ist man verzweifelt, ne? Melodrama. Das ist das, was ich in der Gesellschaft schon in dem Ellenbogengesellschaft sehr oft schon mal miterlebt habe. Weil die Menschen belogen, betrogen wurden. Wir sind in Ellenbogengesellschaften dann natürlich, ne? Du darfst ohne Angst lieben, wahre Liebe, lass Kontrollthemen los. Okay, das wird interessant. Also, du hast das Gefühl, dass du nicht lieben darfst oder kannst. Es kann aber auch ein Kindheitsthema bei dir sein. Ja, das sind psychische Aspekte, womöglicherweise. Ja, jeder kann eigentlich lieben, ohne Angst haben zu müssen. Nur wenn man so erzogen wurde, dass man keine Angst haben darf, dann natürlich hat man Angst, ja. So, und du hast vielleicht halt Angst, dass du halt jemanden halt nicht lieben darfst, weil du jemanden kennengelernt hast, einen Mann zum Beispiel, und du hast dich in ihn verliebt gehabt und deine Kinder oder deine Tochter oder dein Sohn akzeptieren ihn nicht. Vielleicht, weil du zu alt bist, ja. Vielleicht bist du eine alte Oma und dann die Oma Bertha hat sich verliebt gehabt, vielleicht halt in den Adolf und gerade Adolf, das war jetzt nur Spaß, aber es ist trotzdem ein deutscher Name. Also ich möchte da ein bisschen Spaß reinbringen, ja. Also ich hoffe, ihr lacht mit. So. Ich hätte vielleicht auch Hermann sagen können. Also wahre Liebe und ja, und vielleicht kontrollierst du viel zu viel auch zum Thema Internet. Es kann sein, dass du halt, weil hier ist eine Frau und hier nochmal Kind, lauter Kinder. Hier sind sehr viele Kinder zu sehen, ja. Vielleicht kontrollierst du deine Kinder immer wieder halt durch das Internet, ja. Weil sehr viel hier in Bezug auf das Internet läuft. Spionage. Du darfst ohne Angst lieben, wahre Liebe und lass Kontrollthemen los. Du hast Angst, dass man dir die Liebe mit diesem Mann halt nicht gönnen tut, ja. Und das hat überhaupt mit dem nichts zu tun. Das heißt, nur weil du Angst hast, dass du diese Liebe nicht leben kannst, bekirrst du deine Kinder mit Lug und Betrug durch Rufmord. Aber dann ist es kein Wunder, wenn das Kind dann am Ende dann halt zurückschießt, die gleichen Methoden gegen dich anwendet und nachher kommt die Scheiße dann auf dich wieder zurück, auf gut Deutsch gesagt, ja. Und hier, guck mal, mit dem Degen, oder wie sagt man das halt, ne? Man schießt zurück wie der Cupido. Ja, nur das da ist jetzt halt negativ gemeint, nicht mit dem Herzfall. Ja, dann darfst du dich nicht wundern, ja. Das ist halt wie, wenn du im Wald hineinschreist, so schallt es auch zurück, wie ein Echo. Warum machst du dann diesen Fehler in deinem Alter? So, und da stellst du dir selber die Frage, was habe ich gemacht? Warum habe ich das gemacht? Wie doof war ich denn? Wie dumm war ich? Aber trotzdem weißt du dann auf und machst die gleiche Scheiße weiter. Ich will mein Geld festhalten. Meine Kinder kriegen das Geld nicht. Nein. Ich will das nicht. Meine Kinder kriegen das Geld nicht. Nur mein Mann kriegt Geld. Nur er. Ich kaufe lieber ein. Deswegen lass Kontrollthemen los. Viele, die sich selber nicht lieben, haben oftmals Probleme mit Selbstliebe, ja, und würden gerne lieben. Aber sie haben Angst, dass sie nicht lieben dürfen. Und dann, wenn sie jemanden kennengelernt haben und sich verliebt haben in diesen Menschen, weil sie Angst haben, dass sie diese Liebe nicht leben dürfen, kontrollieren sie ihre Kinder, ihre Angehörigen. Was könnten die denn sagen? Was könnte der Nachbar denn von mir denken? Was könnten die anderen von mir sprechen? Ja? Das kann dir doch egal sein. Schuster, blabber deine Leisten. Ja, was interessiert mich denn, was mein Nachbar über mich denkt? Die haben doch alle Leichen im Keller, oder? Seien wir doch mal ehrlich. Da brauch ich doch diese Geheimniskrämerei doch überhaupt nicht zu machen. Ist doch Quatsch. Leb du doch dein Leben. Das sind doch deine Baustellen und Hausaufgaben. Aber weil du diesen Mist gebaut hast, oder vielleicht dein Gegenüber, wen nachdem, weil es ist schon sehr direkt, was ich hier sehe, aber ich behalte es mal für mich, was ich hier denke. Sehe ich im Grunde genommen,
dass du zwar erkennst, dass du einen großen gravierenden Fehler gemacht hast mit Rufmord und dem Ganzen, dass du viel gelogen, betrogen hast. Nur damit du aufgrund deines Angstes, dass du diesen Menschen nicht lieben darfst, ja, dass du jetzt kontrollierst, dass du nicht halt einen auf den Deckel bekommst. Ja, weil du weißt, du hast einen Fehler gemacht gehabt. Du weißt, dass deine Kinder jetzt zurückschießen können mit der wahren Wahrheit, weil du bist im Risiko, ein Gesicht zu verlieren. Das ist die Gefahr. So. Ja, so ist das. Aber so ist das Leben. Das Leben spielt seine eigenen Rollen. Und ich sag manchmal, so kann man aus dem Leben einen Roman schreiben. Vielleicht ist das auch so eine Art Thema. Da gibt es von Giro Marchetti, der Lenormand-Karten, ein super tolles Bild oder so eine super tolle Karte passend zu diesem Thema. Jetzt möchte ich mal gucken, ob ich das mal finde im Stein. Ich weiß nicht, ob ich es finden könnte. Ah, das war jetzt ein Zufall. Diese Karte hier. Theater. Weiß jetzt nicht, für wen das jetzt gilt. Ob das für dich gilt oder halt für dein Gegenüber. Drama Queen. Drama, Drama, Drama. Und man übertreibt es halt mit Lügen. Propaganda. Ja, ich krieg das symbolisch halt gesagt von oben. Deswegen habe ich die Karte rausgesucht gehabt für dich. Die ist nicht rausgefallen. Ich habe gar nicht gemischt gehabt. Aber es ist genau diese Energie, meine Lieben. Ja. Mittelpunkt stehen zu müssen. Man hat Angst, dass man nicht ausreichend im Mittelpunkt stehen kann. Das sehe ich. Was eigentlich Quatsch ist. Oder man ist nicht kritikfähig. Man hat verlernt gehabt, auch mal Kritik anzunehmen. Man verteilt immer Kritik, ja, wie hier zum Beispiel durch Rufmord, wird dann zurückgeschossen, ja. Mit welchem Recht hat sie da über mich so geredet? Jetzt schieße ich zurück, pium, 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 durch das Internet. Keine gute Energie, sehr schlechte Energie. Dann darfst du dich dann nicht wundern, wenn er am Ende zurückgeschossen wird. Ja, na, die Russen kommen. Das erinnert mich so an die alten Zeichentrickfilme. Der Werner und wie hieß dann nochmal diese Zeichentrickfilme für die Kinder? Werner. Ah, oh, ich habe die geliebt, gehabt in den 80er Jahren. Ich muss mal gucken, ob ich die noch auf YouTube finde. Das ist eine gute Idee. Ein bisschen mal wieder das mal anzuschauen. Weil er dann so spricht, ne? Der eine mit seinem Motorrad, ne? Werner, die Russen kommen. So auf Hamburgerisch. Ich liebe die Sprache. Also ich mag die norddeutsche Sprache. Ich liebe sie so sehr. Und ja, das passt auch wieder hier. Werner, die Russen kommen. Ich habe Angst. Dabei sind die Russen harmlos. Sie sind nicht so dramatisch. Man kann wirklich halt mit, wie soll ich sagen, aus einer Mücke zum Elefanten machen. Das kann auch vielleicht dein Thema sein. Wer weiß. Also, jetzt werde ich mal Schluss machen. Ich hoffe, dass ich halt euch ein bisschen aufmuntern konnte. Ja, also, ich danke euch, dass ihr zugeguckt habt. Wenn euch die Legung natürlich gefallen hat, könnt ihr gerne halt ein Däumchen nach oben machen. Und ja, auch vielleicht halt abonnieren. Ja, meinen Kanal abonnieren, wenn ihr möchtet. Und ja, aber bitte vergiss auch nicht, das Glöckchen noch zu drücken. Und ja, wenn ihr Interessen auch habt, demnächst halt wegen einer Webinar, ja, es wird ein bisschen sich verzögern. Ab Herbst biete ich euch halt also eine Webinar an zum Thema Tarotkarten legen. Oder wenn ihr auch Interesse habt, demnächst zum Thema paraphysikalische Fotoanalysen, wie das funktioniert per Smartphone. Dann kann ich das natürlich halt auch euch dann machen. Also ihr müsst natürlich erstmal euch dann registrieren, euch anmelden, dann für diese Webinare. Aber das kommt ja alles noch. Ne? Das werde ich halt dann auf Facebook preisgeben unter Universicum Paraphysica. Das werdet ihr dann direkt durch YouTube dann erfahren, weil ich dann passend zu diesem Webinar halt auch passende Kurzvideos
Werbefilme dann halt veröffentlichen werde, damit ihr dann halt mit teilnehmen könnt. Ne? Das ist sehr spannend, dieses Thema in Bezug auf die Paraphysik. Ich bin nicht aktiv für die Transkommunikation, auch wenn ich da gerne halt auch mit teilnehmen möchte, aber ich habe das noch nie gemacht gehabt. Ich bin bisher immer so aktiv gewesen für Film- und Fotoanalysen, was wir halt sehen können. Mit ja, nur anhand von der Technik, aber nicht mit unseren menschlichen Augen. Ja, und Paraphysik ist zwar nicht unbedingt halt hundertprozentig wissenschaftlich, aber es gehört zu der Grenzwissenschaften und fließt auch automatisch auch spirituell im Glaube mit hinein. Also, meine Lieben, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bleibt mir wohlgesonnen. Bis dann!